Ein Pferd! Ein Pferd! Ein Pferd, bitte! Ist sehr gut, Mann, ganz ruhig. Pferdehandel? Ich soll dir ein Pferd verkaufen? Hallo, meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Legends of Breath of the Wild! Beim letzten Mal haben wir die Gerudo-Hochebene soweit erkundet und wollen jetzt weiter zur Wüste. Ich habe mich jetzt hier für einen ganz anderen Plan entschieden. Ich habe mich jetzt erstmal zum Yin-Yo-Schrein teleportiert und will jetzt mit Epona erstmal zum Turm und den aktivieren. Und dann gucke ich mal weiter. Vielleicht teleportiere ich mich dann zurück zum Gerudo-Turm. Und dann von da aus weiter umschauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Je nachdem, was wir so entdecken, mithilfe der Karte, werden wir sehen. Auf jeden Fall erstmal hier weiter lang. So, ich entferne mich hier ein bisschen vom Turm. Ich muss wahrscheinlich irgendwo hochklettern, aber vielleicht führt mich der Weg auch dahin. Ich meine, kann nicht schaden, hier mal lang zu reiten, einfach mal zu gucken, ob hier irgendwas ist. Ich hab seltsame Geräusche gehört. Oder habe ich mir das eingebildet? Ich habe keine Ahnung. Ich kann. Da war ein Fell. Hallo? Okay, das waren nur die Viecher. Ich könnte auch da oben lang. Aber. Lass die jetzt erstmal. Was ist das denn? Oder ist. Da ist ja jemand. Mit einer Quest. Ist das eine Art Lampe? Das sieht ja komisch aus. Okay, was gibt es denn, Typ? Zucchini. Okay. Hätte nicht gedacht, hier jemanden zu treffen. Vielleicht mir das Glück ja zur Abwechslung mal holt. Ich bin ein Reisender, wie du. Monster haben mich angegriffen. Dabei ist mein Partner, so heißen mein Pferd, durchgegangen. Und seitdem sitze ich hier fest. Hätte ich nur ein Pferd, dann könnte ich weiterreisen. Ein Pferd! Ein Pferd! Ein Pferd, bitte! Ist sehr gut, Mann, ganz ruhig. Pferdehandel? Ich soll dir ein Pferd verkaufen? Also, würdest du mir das Pferd für 300 Rubine überlassen? Das Pferd, das, was ich dabei habe, oder kann ich mir eins aussuchen, weil Epona will ich nicht verkaufen. Ich glaube, ich kann Epona auch nicht verkaufen, oder? Okay. Meinst du das ernst? Sollen wir den Handel dann festmachen? Ich hab gespeichert. Ich versuch's. Vielen Dank. Und hier sind wir abgemacht. Da eine Turbine für das Pferd. Ja, es hat einfach das Pferd. Also wirklich Epona? Dieses Pferd, das ich von dir gekauft habe. Das wird mein neuer Partner. Also dann, mein Partner und ich machen uns auf. Eine gute Reise wünsche ich. Jetzt ernsthaft? Nein, ich will. Ich kann den Pona wirklich verkaufen, okay. Das machen wir nochmal. So, ich habe mich dafür entschieden, Renault zu verkaufen. Ich weiß, wir haben zwar sehr viel schon durchgemacht, aber sehen wir das Ganze doch mal realistisch. Ich werde es wahrscheinlich nie wieder einsetzen. Und so ein Pferd braucht nun mal seinen Auslauf. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass sich Zucchini gut um es kümmern wird. Und wir aber nicht, ey. Dann mach ich dich eigenartig fertig. Ist das klar, Mann? Ich hoffe, das ist klar. Ist doch nur Geld, was ich im Endeffekt bekomme. 300 Rubine. Ist mir im Endeffekt nicht wert, aber ich will ja trotzdem alle Missionen abgeschlossen haben. Von daher. Es tut mir leid, Reno. Ich hoffe, man sieht sich wieder. Nö. Schnell weg hier.
Bevor ich noch in Tränen ausbreche. Der Böse ist natürlich jetzt, stehe ich ohne Pferd da. Und muss hier durchlaufen. Kann man überall langlaufen, ne? Richtig crazy. Richtig crazy. Lauf jetzt ganz am Rand lang. Ja, krass. Ich hoffe, das führt mich wirklich zum Turm. Ansonsten wäre es ein bisschen blöd. Aber hey, wie gesagt, ich will mir trotzdem alles ansehen. Das ist wieder so eine Lampe. Hier könnte ich sogar hoch. Ja doch. Könnte ich sogar hoch. Rein theoretisch würde das funktionieren. Die Frage ist, will ich das auch? Da bin ich mir nicht so sicher. Ein Steinchen mit gar nichts drin. Okay. Scheint aber auch sonst nichts weiter zu sein, oder? Ich würde tatsächlich lieber hochklettern. Hochlaufen. Habe ich irgendwie mehr Bock zu? Aktuell. Hier scheint soweit auch nichts weiter zu passieren. Und hoffe einfach mal, dass ich nichts Wichtiges übersehe. Aber wäre ich wahrscheinlich trotzdem. Aber naja, kann man ja alles nachholen. Kann man alles nachholen. Man kann halt leider nicht alle Wege gleichzeitig gehen, ne? Ist zwar schade, wäre aber auch viel zu komplex und ja, nee. Lassen wir es lieber. Das passt schon. Wir werden schon klarkommen. Irgendwie. Wie weit hoch komme ich denn? Ich komme da rüber. Ich dachte eigentlich, ich käme ganz hoch. Scheinbar nicht. Weil hier geht es scheinbar auch nicht weiter, ne? Nö, hier ist Ende im Gelände. Ja, gut. Dann machen wir es halt so. Nein, verdammt. Oh, okay. Ich kam durch. Durch eine kleine Lücke bin ich durchgeflogen. Wo sind wir denn hier? Wo ist der Turm vor allem? Da oben. Okay, ist auf jeden Fall weit oben. Das heißt, ist gar nicht mal so doof, hier hochzuklettern. Ist gar nicht mal so doof. Hier ein Lager mit einer Monstertruhe tatsächlich. Das ist natürlich schön. Nein, nein, nein. Du hast mich nicht gesehen. Das ist eine Lüge. Fuck. Vor daneben. Nein, 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 nein. Ja, du bist du ein Blauer oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Typi, lass das bitte sein. Ja, okay. Alles gut. Würdest du das bitte sein lassen? Ach ja, ich habe ja noch das Eisschwert ausgerüstet. Das ist doch ganz praktisch. Abgewehrt. Daneben, Kumpel. Okay, der eine ist weg vom Fenster. Der zweite folgt zugleich. Und, au. Typi, was soll das werden, ne? Soll sterben, Mann. Okay, okay, alles super. Ich glaube, ich habe auch wieder Platz für eine Waffe, ne? Jo, in der Tat. In der Tat habe ich das. 36. Gar nicht mal so schlecht, ne? Hey, Kumpel. Bam! Und aufgefangen. Nice. Oh, hier waren sogar... Das waren sogar Bombenfässer. Habe ich gar nicht gecheckt. Aber okay, gut zu wissen. Also, vielleicht. Irgendwann. Ich weiß es nicht. Aber ist doch egal. Mal schauen, was sie hier drin haben. Wahrscheinlich nichts allzu Besonderes. Waren keine wirklich starken Gegner. Ein Ritterbogen, sag ich doch. Brauchen wir aktuell nicht. Das Vögel? Ne, irgendwelche Messer. Keine Ahnung. Wo waren da noch nicht welche, wo hochgeklettert sind?
Ja, das sind auch solche Dinger. Okay. Keine Ahnung warum, aber sie sind da. Na dann. Lassen wir es doch einfach dabei. Und sehen zu, dass wir zum Turm gelangen. Okay, ist ein Baum. Ich dachte, da wäre ein Gegner. Aber nur, ist nur ein Baum. Nur ein einzelner Baum. Und das könnte ein Ewok sein. Yep. In der Tat. Ist doch bestimmt neuer, oder? Ja. In der Tat ist es neuer. Es ist ein Ewok leuchtend. Achso. Den hatten wir schon mal. Der andere war aber schwarz, glaube ich. Ja, schön. Achso. Ach, jetzt. Jetzt check ich auch, weil er einen Leuchtstein hat. Deswegen. Jetzt check ich das. Ja, okay. Na dann. Ja, komm. Hier kletter ich so hoch. In der Hoffnung, dass er mich nicht irgendwie von der Wand pflückt. Das wäre nicht so schön. Oh, nö. Das können wir vergessen. Der Trottel. Okay, wütet immer noch da unten rum. Kann er ruhig machen. Alter. Der hat eine ganz schön große Reichweite. Hätte ich gar nicht erwartet. Aber das war ganz schön daneben, mein Freund. Ganz schön daneben. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, was ich da werde, aber hey. Bleib ruhig in den Glauben. Ist gar kein Problem. Ach, du stirb mal schön. Oh. Was bist du? Ach, ein Elektro-Exalfoss. Hatten wir die jetzt schon fotografiert eigentlich? Nein. Nope. Hatte ich nicht. Aber das haben wir jetzt nachgeholt. Hier, den kannst du von mir aus haben. Hier nochmal. Lässt sich ganz schön verarschen von mir. Und geh sterben. Das war nice. Das war auch sehr nice. Ein Kock. Batz. Sehr schön. Ja, die Steinformation ist auch ziemlich auffällig. Muss man auch ehrlich sagen. Ist da ein Wächter? Deaktiviert. Noch einer. Okay, die könnten wieder aufstehen. Aber, also aktiv werden und mich abknallen wollen, aber scheinbar nicht. Ist vollkommen okay. Da tanzt wieder ein Exalfoss. Wow, der ist aber ziemlich früh wieder wach geworden. Ich war gar nicht in der Nähe, wirklich. Wieso ist denn der aus seiner Tarnung entflohen? Wenn man das so sagen kann. Okay, soll mir egal sein. Ich würde sagen, wir klettern weiter nach oben. Hier scheint nichts weiter zu sein. Nichts weiter Wichtiges. Hier ist noch eine Monstertruhe. Mit Moblins? Ja, blauen Moblins. Und Schleimen. Die könnte ich eigentlich abknallen. Oh, oh ja, das kann ich. Das kann ich definitiv. Haben aber nicht wirklich viel Schaden genommen. Oh, ich habe mehrere erwischt. Die noch entelektrisiert. Alter! Der hat gegen den Blob geschlagen, alles klar. Ich dachte schon, was denn da passiert ist. Daneben, Kumpel. Daneben! Und tschüss. Er lebt sogar noch. Es hat wieder kurz geruckelt. Ritterschwert. Stachelmoppflanze. War die stark? Nein, nee. Nicht wirklich. Hey, Kollege! Hier! Okay. Da nicht. Dann eben nicht, aber ich muss ihn besiegen, um die Monstertruhe freizuschalten. Aber ich glaube, das mache ich am besten mit einem Headshot. Hast du gerade irgendwas aufgehoben? Was ist das denn? Bam! Und voll eine verpasst.
So, wunderschön. Was haben wir denn hier? Ein Topaz. Nice. Ist ganz gut was wert. Würde ich sagen. So, da hinten ist der Turm. Ein Stückchen weit weg noch. Aber schaffen wir auf jeden Fall noch in dem Part. Also easy. Easy peasy. Ist das doch. Die sind doch gleich schon da. Und habe ich da Gegner gehört? Das ist auf jeden Fall eine Elektroflare-Maus. Die fisch ich mal lieber so aus der Luft. Bei meinem Schwert tut das nicht ganz so gut. Da ist noch ein Moblin. Was los, Kumpel? Ah, stimmt, hat seine Waffe verloren. Mist. Ich hätte ihn vorher angreifen sollen. Okay, hat sie erledigt. Easy. Hat nichts drauf, der Kollege. Nope. So nicht, Typ. So auch nicht. Okay, sonst irgendwas? Das sieht verdächtig aus. Warum geht's da lang? Vielleicht war es einfach so. Weil die Natur es so wollte. Da ist auf jeden Fall noch ein Schrein. Markieren wir uns den mal ganz schnell. Nein. So aber nicht. Nämlich so. Perfekt. Sonst irgendwas Interessantes zu sehen? Ich denke nicht. Okay, da sind wir hier Gegner, aber sonst nicht wirklich was. Keine Monstertruhe oder so, von daher würde ich sagen, lassen wir die mal in Ruhe. Ja, die haben uns doch nichts getan, also warum sollen wir sie angreifen? Ist doch nicht nötig. Ist doch gar nicht nötig. Deswegen einfach weiter hoch. Wir sind ja fast am Ziel. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Wie ich weiter vorgehe in der Wüste. Beziehungsweise, wir sind ja noch nicht ganz in der Wüste. Momentan ist hier noch alles so ein bisschen Berglandschaft. Ist vielleicht ein bisschen heißer, obwohl hier oben tatsächlich nicht. Sogar relativ kühl, wie es aussieht. Dem Thermometer nachzuurteilen. Hallo? Nö. Du bist es. Lass es mal bleiben. Habt ihr noch nichts getan, Mann? Ich will mich einfach abknallen, der dreckige. Oh, den Arm wollte ich jetzt nicht mitnehmen, ehrlich gesagt. Tschüss. Das Schwert war schon ganz okay. So. Kann ich direkt hoch oder schaue ich mich hier noch ein bisschen drumherum um? Ich denke schon. Ich könnte zwar von oben runterfliegen, aber vielleicht fliege ich lieber woanders runter. Eventuell, je nachdem, ob ich irgendwas Interessantes entdecke. Was ist das denn? Eine riesige Kiste. Kann ich... Ne, okay. Ich wollte quasi eine Schildattacke auf ihn ausführen. Das funktioniert aber leider nicht. Und ich sollte aufpassen, ich habe nicht mehr ganz so viel Leben. Das ist eine Metallkiste tatsächlich. Nicht nur eine. Alter, was ist denn hier los? Ah. Ja, okay, da kann ich ja hochklettern soweit. Nee, dafür ist es nicht gedacht. Warum sind hier so viele Kisten? Das ist eine Truhe. Die ist schon interessanter. Aber ich komme nicht ran. Und das ist alles Sumpf, sehe ich auch gerade. Ich will damit eine Brücke bauen, aber die gehen doch alle unter. Hm. Ich weiß nicht so genau. So geht es schon mal nicht runter. Na, okay. Das war doof. Vielleicht gehe ich nicht direkt komplett unter. Aber scheinbar doch. Okay. Da sind dafür die Kisten auf jeden Fall gut. Ich verstehe.
hole ich mir erstmal die Kiste. Dann will ich aber trotzdem erstmal nach oben mich umschauen. Okay. Ich glaube, das klappt nicht ganz so gut. Ich glaube, ich kann auf Metallkisten auch nicht hochklettern. So, komm ich ran? Als ob! Als ob ich ja nicht rankomme! Komm mal raus, mein Freund. So, okay. Gehst hier nicht unter. Turm der Wüste. Okay, jetzt komme ich ran. Jetzt komme ich auch dran. Das ist doch perfekt. So, am besten direkt hier drauf. Und mal schauen, was da drin ist. Bam, Pfeile. Alles klar. Nehme ich. Okay. Das war knapp. Das war ganz schön knapp. Aber passt alles. Passt alles wunderbar. Nein, 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 nein. Tschüss. Als ob. Von wegen daneben. Nein, fliegt nicht weg. Okay, ich könnte auch von hier rüber fliegen eigentlich. Scheint aber sonst auch nichts weiter zu sein. Doch, ein Krog-Rätsel. Habe ich ja doch gerade erspäht. Wind. Okay, alles gut. So, hier ist das Teil und... Moment. Aha. Okay, dann musst du dahin. Nein, das war falsch. So, runter. Okay. Alles klar. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ist doch alles easy. Okay, nochmal kurz hoch. Braucht eine bessere Position. Passt das von hier? Ich würde lieber von da fliegen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das passt besser. Wow, das war knapp. Fast wäre ich komplett runtergeflogen. So, mal schauen. Nein, der Wind! Ach so, ja, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Wollen also nicht, was man da so rüberfliegt. Na gut, dann eben nicht. Okay, das ist zu tief. Okay, da bleibt er stehen. Da muss ich jetzt ein bisschen rumprobieren, ne? Der geht unter, verdammt. Und da klappt es auf jeden Fall nicht. Da auch nicht. Vielleicht von der anderen Seite. Ich darf natürlich nicht untergehen, ne? Sonst bringt das nicht viel. Er geht aber auch runter. Nope. Okay. Was zum... Oh! What the hell? Ich glaube, ich hätte sie zur anderen Seite umstoßen sollen, dann hätten sie eine Art Brücke ergeben. Tja nun, das konnte ich ja nicht wissen. Moment, Reichweite reicht nicht. Kacke. Ja gut, das war jetzt ein bisschen doof.
ja auch komplett unter. Scheiß drauf, Mann! Easy. Ich glaube wirklich. Also, oder käme ich da überhaupt dran? Weil so kam ich ja auch nicht ran, gerade als die umgeschmissen waren. Aber vielleicht war ich jetzt einfach zu weit weg. Vielleicht einfach in die andere Seite umstoßen und dann wäre es eine Brücke gewesen, wo ich rüberklettern hätte können. Aber egal, machen wir es halt so. Geht ein bisschen einfacher. Und ich weiß, sollte mich demnächst mal heilen. Okay, ist sonst noch niemand. Alles klar, dann aktivieren wir mal den Turm. Hat ja lang genug gedauert. Hätte nicht gedacht, was so komplex wird, hier hochzukommen. Aber hey, im Endeffekt haben wir es geschafft. Und das ist, was zählt. So, mal schauen, da haben wir jetzt wieder ein riesiges Gebiet freigeschaltet. Oh ja, wir sind fast in der Wüste. Ist wirklich nichts als Wüste. Holy shit. Oh. Ich glaube, ich sehe da gerade wieder ein Irrschloss. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, da war ein Irrschloss. Es gibt also wirklich mehrere. So wie es aussieht. Das Nördliche haben wir schon besucht und hier... Okay. Ist das ein Irrschloss? Sieht nicht wirklich aus wie ein Labyrinth, aber könnte trotzdem eins sein. Eventuell. Ist einfach nur stark anders aufgebaut. Aber könnte ich mir vorstellen, was das südliche Irrschloss ist. Was haben wir hier denn? Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, aber es sieht interessant aus. Perleneinöde. Hier ist die Stadt. Nice, nice. Da ist die Oase, die wir markiert haben. Da müsste auf jeden Fall eine Erinnerung sein. Da will ich auf jeden Fall hin. Okay, der Weg hätte mich einfach direkt zur Stadt geführt. Ich verstehe. Hier sind diese Ruinen, die wir gesehen haben. Die sich hier lang erstrecken. Hier ein komischer Felsen. Westgerode Ruinen. Okay, sind das Schiffe? Also das hier sieht aus wie ein Schiff. War es vielleicht auch mal ein See? Oder das Meer? Okay, da beim Skelett wieder. Tormadyn. Exil der Drachen. Okay, ist wieder so ein Drachenskelett hier. Es sieht aus wie, sieht wieder aus wie dieses Skelett, das wir unter der Hebraer Nordspitze gesehen haben, ne? Ja, genau da. Wie ich gesagt habe, es könnte ein Dings sein. Ich habe gerade den Namen vergessen. Dodongo. Aber vielleicht ist es wirklich ein Drache. Ich weiß nicht. Südoase. Oh, das ist noch eine Oase. Da könnte natürlich auch die Erinnerung sein. Wer weiß. Osgerudo. Okay, wie will ich da am besten vorgehen, ist die Frage. Ich kann natürlich noch hier... wie mache ich das am besten? Vielleicht... Okay, pass auf. Ich würde sagen, wir gehen jetzt runter hier zu dem Schrein. Anschließend zurück zum Turm. Da dann runter. Jetzt hier vielleicht ein bisschen weiter umschauen.
Den Teil, der hier reinführt, können wir uns vielleicht später angucken. War das dieses Loch, wo wir waren? Nee, war das da? Nee, das müsste... Genau, hier das war's. Das kann man sich vielleicht später anschauen. Vielleicht dann rüber zur Straße, beziehungsweise direkt zur Oase. Irgendwie sowas vielleicht? Könnte funktionieren. Könnte funktionieren, okay. Dann würde ich sagen... Ah, ne, jawohl. Ne, ich glaube, der Part ist erstmal zu Ende. Ja gut, ich glaube, wir können erstmal den Part beenden. Was sind wir da? Ruinen? Scheinbar so ein bisschen. Okay, wo muss ich lang? Das ist sogar der richtige Weg. Was, mal eine Art Mauer? Scheint mehr Ruin zu sein. Und auf jeden Fall ist da unten der Schrein. Okay. Dann würde ich sagen, beim nächsten Part fliegen wir runter. Machen den Schrein und dann wieder zurück zum Gerudo-Turm. Von da weiter. Ja, sollte passen. So was, ich markiere mir doch mal kurz. Um auf der Karte ungefähr zu wissen, wo er ist. Okay, hier so in dem Gebiet. Alles klar. Jawohl, kann ich so lassen. Das passt. Okay, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch. Außerdem würde ich mich sehr über Kommentare freuen, was euch gefallen hat und was nicht. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.